Guten Abend. Eigentlich, jetzt nehme ich die Maske ab. Wir würden uns aber trotzdem freuen, wenn Sie die Maske, wie ich auch sehe, haben die meisten Sie auch aufbehalten würden, solange diese Veranstaltung dauert. Also nochmal guten Abend. An sich sollte ja eigentlich Ute Grünwald stehen, die auch maßgeblich mit an der Vorbereitung der Ausstellung und an der Arbeit mitgewirkt hat. Leider ist sie verhindert und so habe ich jetzt die Aufgabe, Sie recht herzlich zu dieser Ausstellung von Diana Jannicke zu begrüßen. Diana Jannicke ist Künstlerin hier in Göttingen, freie Künstlerin. Sie lebt hier und arbeitet hier. Sie ist im BBK und es ist ihre erste große Einzelausstellung in diesen Räumen. Aber die, die Sie kennen, haben wahrscheinlich auch Arbeiten schon von ihr in anderen Gruppenausstellungen oder Projekten gesehen. So waren auch Arbeiten sogar schon in Braunschweig und Hannover von ihr zu sehen. Also es ist, sind interessante Arbeiten und schon bei dem Titel Enough is a good as a feast, also genug ist so gut wie ein Fest, kann man sehen oder der weist darauf hin, dass Diana auch weitgehend konzeptionell arbeitet. Darüber werden wir dann mehr hören und erfahren und intensiver von Michael Stöber, den ich wie immer auch immer gerne, sehr gerne herzlich begrüße, der immer aus Hannover kommt und uns hier sehr begleitet. Ich darf nicht vergessen, die Sponsoren, unsere Sponsoren zu benennen und uns bei Ihnen zu bedanken. Was da ist, die Stadt Göttingen, was da ist, die städtische Wohnungsbau und die der Landschaftsverband Südniedersachsen. Besonders bedanken möchte ich mich natürlich wie immer auch bei Peter Bothe, weil ohne ihn wären viele dieser Dinge, die wir hier machen, in der Zwischenzeit nicht realisierbar. Jetzt muss ich das nochmal gucken, weil ich immer Daten durcheinander bringe. Also am Sonntag, dem 15. Mai, ist eine Führung durch die Ausstellung mit Alexander Leinemann. Der ist Kunsthistoriker. Und ja, eigentlich habe ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen und verlasse mich auf die anderen. Aber Diana würde gerne noch ein paar Worte an Sie richten. Diana. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Oh, hier habe ich auch noch ein Mikrofon. Ich freue mich sehr, mal wieder in Göttingen sein zu dürfen. In letzter Zeit häufen sich hier meine Kommissionen und ich bin aber immer gerne hier, also insofern ist das sehr erfreulich. Diana Jannicke, Sie haben's, wir haben uns nicht abgesprochen mit Christel Irmscher, aber sozusagen, das ist parallel dazu, was ich eben auch mir als Einleitung sozusagen überlegt habe, mit Ihnen ein bisschen auch über diesen Titel zu sprechen. Und es ist natürlich richtig, dass dieser Titel Enough is as good as a feast, natürlich in Englisch, das ist ja die Lingua Franca des modernen Kunstbetriebs, aber jedenfalls weist dieser Titel schon darauf hin und dann der Untertitel Malerei, Installation, Video, was es hier zu sehen gibt, dass diese Ausstellung entstanden ist im Geist der konzeptuellen Kunst und darüber hinaus eine politische und eine existenzielle Dimension hat. Darüber werde ich sprechen. Erst vielleicht nochmal zu diesem Begriff auch konzeptuelle Kunst. Ich weiß nicht, für den einen oder anderen macht er ja immer noch befremdlich sein. Da steckt ja drin das Wort Konzept, also ein bestimmtes Ausstellungsdesign, eine Idee zu haben. Das heißt also, dass jedes Werk und nicht nur jedes Werk hier in der Ausstellung, sondern die ganze Ausstellung eben einer Idee folgt, die es zu entfalten gilt. Und dafür ist die Mitarbeit des Betrachters
Ihre Mitarbeit unerlässlich. Sie werden sozusagen bei der Betrachtung von konzeptueller Kunst, wenn es nicht schlechterdings irgendetwas Plattes zu betrachten gibt, sondern etwas, eine Idee, die es zu entfalten gibt, werden Sie notwendig zu Mitarbeitern. Und wie ich finde, mit Autoren in gewisser Weise, ist das eben bei diesem Titel schon so. Was will uns der Titel sagen? Enough is as good as a feast, kann man übersetzen. Und dann sind wir dabei und hören, naja, das, was ausreicht, ist eigentlich schon so gut wie ein Fest, ist ein Anlass zu einem Fest. Das entfaltet also eine Wertediskussion und dann kann man sich natürlich nachdenken, was ist denn eigentlich, was ist denn genug oder so. Ja, das sind ja relative Parameter. Also auf jeden Fall, ehe ich dazu komme, vielleicht auch nochmal, wenn ich gesagt habe, dass das ist, was wir hier sehen, entfaltet sich im Geist der konzeptuellen Kunst, dann erinnert mich zum Beispiel dieser Titel an eine der großen Künstlerinnen, konzeptuellen Künstlerinnen, die mit Sprache arbeiten, nämlich Jenny Holzer, die gerade in Basel auch Louise Bourgeois, die Schriften von Louise Bourgeois in einer sehr sehenswerten Ausstellung, wenn Sie da sein sollten, die geht noch 3 Monate, gucken Sie sich die unbedingt an. Und Jenny Holzer ist bekannt für ihre Truisms, also das sind so Sätze, da steckt schon True drin, Wahrheitssätze, die aber auch uns mit Statements konfrontieren, ähnlich wie dieser Titel. Und es gibt von ihr einen Titel, an dem ich wiederum diese Ausstellung, oder ein Truism, sozusagen ein Wahrheitssatz oder mit Wahrheiten arbeitender Satz. Das hat eben immer eine philosophische Dimension, Dimension des Denkens. Ideenkunst, wie gesagt, der berühmt geworden ist, der heißt Protect me from what I want. Das ist, auch da gibt es so ein paar, Protect me from what I want, warum soll ich beschützt werden vor meinen eigenen Wünschen? Ja, könnte man dann erstmal protestierend denken, aber wenn man darüber nachdenkt, kommt man vielleicht bis zur heiligen Teresa von Avila, die mal gesagt hat, es gibt mehr vergossene Tränen. Kennen Sie diesen schönen, wunderbarer Satz? Es gibt mehr vergossene Tränen über erfüllte, denn über nicht erfüllte Wünsche. Das ist unmittelbar in diesem Protect me from what I want. Übrigens, Truman Capote, amerikanischer Autor, hat das ausgeliehen als Titel eines Buches. Das heißt Answered Prayers, also die Übersetzung für erfüllte Gebete. Habe ich jetzt Wünsche gesagt die ganze Zeit? Bei Teresa von Avila, Heilige, heißt es natürlich Gebete. Es gibt mehr vergossene Tränen, Entschuldigung, über erhörte Gebete als über nicht erhörte Gebete. Da wir aber ja säkularer argumentieren, habe ich mir erlaubt oder schon vorweg, das Gebete für Wünsche. Ja, so. Und dieses heißt eben Answered Prayers von Truman Capote. Das ist so ein Bericht über die sogenannte feine New Yorker Gesellschaft. Und die waren gar nicht amused, dass er das so ausgebreitet hat, was da so abläuft. Also, aber egal, nochmal zurück, um deutlich zu machen, wir sind hier mit diesem Enough is as good as a feast sofort in einer Wertediskussion. Wir werden mit einer, allein in diesem Satz schon mit einer Wertediskussion konfrontiert, die wir aber natürlich führen müssen. Ja? Sie selbst müssen sich überlegen, was ist denn für Sie genug? Und wenn Sie genug, ist das tatsächlich für Ihnen fest? Also Oscar Wilde fällt mir ein. Der hat gesagt, ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Von allem nur das Beste. Auch das ist völlig relativ. Ja? Das Beste kann was ganz Einfaches sein. Guter Geschmack ist oft einfach, nicht prätentiös. Also bei Oscar Wilde sowieso. Also Sie sehen, worauf das hinausläuft. Dieser Titel, könnte man noch länger drüber sprechen, mehr Beispiele finden, ist, der adressiert Sie. Sie sind damit ins Boot geholt. Es ist eigentlich eine Frage an Sie. Und gleichzeitig ist es natürlich eben auch eine Behauptung der Künstlerin. Und wenn sie sagt, dass
wenn man sozusagen Genüge hat, dann ist das schon Anlass, sozusagen wie ein Fest, das zu begehen. Dann kann man das natürlich auch ausweiten über den Zustand und sich Gedanken machen zum Zustand unserer Gesellschaft. Und ja, aber wie gesagt, ach, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Das schließt natürlich auch in einem gewissen Sinne, wir sind ja hier in Norddeutschland, an diese Wertediskussion, was ist genug, und genug ist dann schon Anlass, dass es ein Fest ist, an die Tradition protestantischer Ethik, aber nicht nur darin, sondern auch an die griechische Stoa, also an Philosophen, die Mäßigung gepredigt haben. Wenn Sie an Horaz denken, berühmter Satz von Horaz, modus in rebus, also man muss immer sozusagen den mittleren Weg suchen, das ist der beste, die Extreme vermeiden. Und das könnte natürlich dann auch, könnte man überlenken, auch auf die Formprinzipien eines Künstlers und auch im Besonderen, was hier gemacht wird, das fällt mir jetzt so ein, dass man auch darüber nachdenken könnte, wie weit die Werke hier in der Ausstellung eine Form gewinnen, die bestimmt ist im Sinne dieses Gedankens des mittleren Weges und der Mäßigung, bestimmt sind von ästhetischen Prinzipien, von Formprinzipien, die auf Balance zielen, auf ein Gleichgewicht. Ne? Aber gut, das ist jetzt ein weiteres Feld. Wir bleiben mal, oder vielleicht auch noch, wir bleiben mal dahin, wie diese Wertediskussion, die der Titel öffnet und mit dem diese ganze Schau überschrieben ist, wie weit das eben auch politische und existenzielle Bezüge hat. Der erste Raum, wenn Sie in dem ersten Raum waren und geschaut haben, da sehen Sie, da ist der Titel auch, die Titel hier sind eigentlich alle ganz interessant, auch muss man sich erstmal mit befreunden, das spricht sie nämlich von einem erratischen Block. Das sind 24 gleichformatige Collagen, also Fundstücke aus Zeitungen, aus Literatur, Dinge, die sie gelesen hat, Fotos, die sie aufgenommen hat, Malerei, auch Übermalungen und so weiter. Und erratisch, das ist ja, wenn etwas so ein bisschen erratisch ist, dann wird plötzlich so ein Moment des Fantastischen mit hineingenommen. Also man folgt nicht so nur einer Linie, einem Weg, sondern es ist wie erratisch, das ist so wie so irrlichternd, so hin und her springend. Das ist wie der Versuch, unterschiedliche Blicke, die man auf Welt und Wirklichkeit wirft, umzusetzen und visuell deutlich zu machen. Das könnte man vielleicht sagen. Mich erinnert das zum Beispiel an so Skizzenbücher von Künstlern, wo Anregungen dann fixiert werden. Sind wir auch wieder bei der Ideenkunst, beim Concetto. Und Beispiel dafür wäre der Atlas von Richter. Mich hat es auch ein sehr schönes Buch erinnert, eines leider früh verstorbenen Berliner Kritikers, Max W. Faust, der hat als Theoretiker die sogenannten Neuen Wilden, die es eben auch in Berlin gab, begleitet, leider schon früh gestorben, hat AIDS in den 90er Jahren. Aber der hat ein sehr schönes Nachlassbuch und eine Biografie und all das. Und das heißt, das alles gibt es also. Ist im Antiquariat manchmal, wenn Sie drauf gucken, noch für 5 € oder so erhältlich. Das ist ein wunderbares Buch über jene Jahre von einem einfühlsamen Kritiker, wenn Sie sich dafür interessieren. Also dieses, das gibt es also, dieser Archivgedanke, der wird dort deutlich. Um jetzt aber auf die Form zu kommen und auch auf diese Selbstbeschreibung als erratischer Block. Im Grunde genommen sind das so Augenblicksimpressionen, die bestimmt sind von dem Prinzip der Fragmentierung. Ja? Das halt erratisch, so wie das hier, das hält nicht zusammen. Das heißt, das sind möglicherweise alles Erzählanfänge, wenn Sie so wollen. Und gleichzeitig könnte man aber auch sagen,
dass es da einen Verlust eines Ganzen gibt. Ja? Also einer großen Erzählung vielleicht, um sich zu orientieren, um also auch verbunden mit einem gewissen, diese Fragmentierung, mit einem Sinnverlust. Ja? Das lässt erinnern an eine Beschreibung der Moderne von T.S. Eliot im Wasteland, der gesagt hat, bezogen auf die Moderne, was wir heute in Händen halten, sei just a heap of broken images, also nur noch ein Haufen zerbrochener Bilder. Und was die Collage versucht und sich bemüht, ist ja, dieses Zerbrochene irgendwie wieder zusammenzusetzen, provisorisch zu heilen. Aber das ist eben bestimmt nicht von einer großen Ideologie oder von einer großen Überzeugung, von einer großen protestantischen Ethik oder was weiß ich auch immer so bruchstückhaft, dieses Moment. Und wie geht das jetzt weiter mit den einzelnen Arbeiten, die wir hier sehen? Was in diesem Raum auch ist, gut, dass ich hier immer ein paar Notizen mir gemacht habe, da gibt es eine schöne Grisaille-Malerei auch, also nicht nur ausschließlich grau, aber bestimmt von Grau und Farben, die in Anschlag bringt, was wir hier als große Installation sehen. Das verweist also schon auf diese und hat denselben Titel und heißt Cascade. Cascade, Kaskade, also Wasserfall, der sich ja auch in verschiedenen Stufen fortsetzen kann. Das wirkt hier, wenn man das hier sieht, wirkt das sehr gefällig, sehr dekorativ. Wenn wir uns aber überlegen, was für ein Material das hat oder welches Material hier in Anspruch, dann sieht das schon ganz anders aus. Das sind nämlich diese Bänder, die Sie hier sehen, diese gelben Bänder, die so aussehen wie überdimensionale Spaghetti oder so, hat damit gar nichts zu tun, sondern das sind Verschlussbänder, ja, wie sie in der Industrie produziert werden, auf Riesenrollen und dann werden die ganz klein geschnitten. Das sehen Sie hier in diesem Video, dazu komme ich dann gleich. Und die dienen dazu, eben Beutel, die wir im Supermarkt, egal, da sind Kekse drin oder Nüsse oder keine Ahnung, Pflaumen oder ein Toastbrot oder so. Also es geht um Konsum, um Konsumismus und es geht in diesem Zusammenhang, könnte man sagen, eben auch überhaupt um unsere Gesellschaftsform, wie wir produzieren, wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren. Ja, also das ist, wie gesagt, wir kriegen von der Künstlerin so etwas wie so ein Köder oder so weiter, als wenn sie, und sie angeln da und müssen dann, oder müssen gar nicht, aber wenn sie daran interessiert sind und sich Gedanken machen, dann ist das eine Aufforderung zum Weiterdenken, ja? Dieses Moment. Wie geht das zusammen? Und warum wird das, jetzt sind wir bei der Form, warum wird das in dieser Form produziert? Das ist ja eine förmliche Überfülle, so wie ein Wasserfall, wie der Name schon sagt, auch wie uns das Element in einer Überfülle entgegenkommt, wenn das so domestiziert ist und nett ist und so, dass wir uns herunterstellen, wie in einer Dusche oder was weiß ich, bei Osborne, ein Blick zurück in den Zorn, fällt mir ein, heißt es sehr schön, sozialkritisches Stück, die Liebe ist kein warmes Bad, in das man sich hineinlegt und sich wohlfühlt, sondern sozusagen aller Churchill, Blut, Schweiß und Tränen. Also dieser erste Eindruck, dass das hier so als Wasserfall so was Nettes ist, das müssen Sie sich weiterdenken. Im Idealfall, ich habe mit der Künstlerin darüber gesprochen, wäre es natürlich sozusagen die Intention gewesen, diesen ganzen Raum überschwemmen zu lassen. Ja? Also machen Sie mit, Sie müssen ja hier sowieso konzeptuell, ja, betätigen Sie Ihre Fantasie und dann haben Sie dieses Moment des Verschlingenden, ja, so eines Überflusses, der eben auch
einer Überproduktion, der eben auch bedrohliche Züge annimmt und was Verschlingendes hat. Das wird übrigens, wie ich finde, wunderbar, wenn Sie immer ein Auge haben auf diesen Videofilm, der eben als Loop wird das deutlich gemacht, wo diese Verschluss, diese Beutelverschlüsse, die also sozusagen metonymisch, symbolhaft für das Ganze unseres Produzierens und Konsumierens stehen. Das wird ja am Anfang dieses Films, das sind ja wie Aliens, so wie eine Armada. Ja? Die haben ja wirklich was Bedrohliches. Ja? Und das ganze freie Feld, das wird dann überflutet und bekommt dann wirklich wie so eine düstere Dystopie. Ja? Das Bedrohliche wird hier in diesem Film, darf man aber nicht missverstehen, das wird dann aufgelöst insofern, als ich bei der Hälfte des Films geht jetzt schon los, dann lichtet sich das wieder und dann geht das zurück. Das heißt, das Ganze also wie ein Menetekel. Das heißt also, übersetzt auf unsere jetzige Situation, Umkehr ist noch möglich. Ja? Sie können das ja auch nicht nur, wenn am Konsumismus hängt ja eine Art des Produzierens und was wir konsumieren, hängt ja das ganze Herstellen und immer wenn Sie lesen, unsere Gesellschaftsform, unsere kapitalistische Konsumismus, es braucht unbedingt eine Form von Umkehr mit der neuer Christlichkeit, ja, sonst wird das Ganze gegen die Wand gefahren und man weiß nicht, wie sich das entwickelt, wenn man das mit der Klimakrise und so. Ich will damit sagen, all dieses können Sie in, das bildet eben so einen Echoraum und so einen Heilraum, den ich, wie ich finde, die Künstlerin hier ohne große Worte zu machen, sehr stimmig und sehr plausibel entwickelt. Und das geht in dem nächsten Raum oder in dem übernächsten Raum, möchte ich erst mal darüber sprechen, geht das weiter, wo Sie diese Vorrichtung haben, die ja nicht weniger rätselhaft wirkt, hermetisch wirkt, dass man fragt, was soll das eigentlich? Das funktioniert über einen Bewegungsmelder, wenn Sie kommen und dann sehen Sie so ein schwarzes Objekt, sehr eindrucksvoll, auch wieder formal und plötzlich geht ein Licht an und dieses Licht läuft über dieses schwarze Objekt. Ja? Haben Sie es schon gesehen? Sonst gucken Sie sich es genau an und auch das steht natürlich nicht nur so für sich, sondern man könnte das, oder jedenfalls habe ich das so begriffen, dass es eben auch das Narrativ dieses Lichtes, das aufgeht. Also, um es kurz zu machen, einer der ganz Großen der Literatur hat das, kann es viel besser sagen. Mich hat das an einen Satz von Beckett erinnert, aus Warten auf Godot, ein wunderbarer Satz, da heißt es, sie, das sind die Menschen, also die Frauen gebären ja, sie gebären rittlings über dem Grabe. Und dann geht es weiter. Jetzt habe ich einen kleinen Blackout mit dem schönen Satz. Ah doch, ich weiß ihn wieder. Sie gebären rittlings über dem Grabe. Der Tag erglänzt einen Augenblick, dann wieder die Nacht. Verstehen Sie? Sie gebären. Also, Werden und Vergehen, Leben und Tod, ein Wimperschlag im Angesicht der Ewigkeit. Ja, aber der Tag erglänzt einen Augenblick, dann wieder die Nacht. Und in gewisser Hinsicht dann, was Sie an der Wand sehen, diese, wo Sie denken, sind das jetzt ausgeschlagene schwarze Särge oder so, auch da ist es wieder wichtig zu gucken. Das ist, Diana, wo ist sie? Ja, das sind die, du sollst nicht sagen, was es ist, wie ist der Titel? Bitte? Great. Ja, ja. Also Sie sehen, das Bett wird in Anschlag gebracht und es sind Hochbeete. Ja, also wenn Sie so ein Hochbeet, kennen Sie das? Ich kannte es auch nicht bisher, aber es wird ja geht ja los mit Urban Gardening und deswegen weiß ich jetzt auch, was das ist, diese Hochbeete da, auch bei mir in der Stadt. Also worum es geht ist, dass das Objekte sind, Found Objects, die Diana Jahnicke zu ihren Zwecken
verfremdet hat, und zwar sehr sinnfällig und sehr plausibel mit dieser ganzen Anlage, die sich ja auch ausgedacht hat und gebaut hat, mit dem Ingenieurswissen und der Ingenieurskunst ihres Mannes, und das dann symbolhaft wie dieses kurze Aufleuchten sozusagen, wie die Existenz, wie das Leben, und in diesem Hoch, diese Hochbeete, diese Kästen, diese Architektur für Hochbeete, da haben Sie ja schon dieses im Titel dann auch, gleichzeitig ist wie ein Bett, wie die wirken ausgeschlagen, denkt man, die sind wie Gräber, aber gleichzeitig sind sie ja Beete. Also da wird zusammengezogen dieses, nicht nur dieses Vergehen wie in dem Links, sondern Werden und Vergehen. Ja? Das sind ja Grundmomente. Ich will jetzt nicht über Sigmund Freud sprechen, aber trotzdem nur zwei Stichworte. Eros und Thanatos bei Freud. Ja? Liebe, griechischen Begriffe, Eros und Thanatos. Nichts anderes wie Leben wird gegeben, muss gestaltet werden. Oder wenn Sie an Shakespeare denken, Romeo und Julia. Es gibt kein Stück in der ganzen Weltgeschichte, wo so oft die Begriffe lie and die, ich will Ihnen jetzt nicht den Inhalt, kennen Sie ja sicherlich auch, aber es geht darum, um lie, um zusammenliegen, um sich lieben, und um die, von denen handelt das Stück, und von diesem Jungtim handelt diese Arbeit, so wie ich es sehe jedenfalls. Dann haben Sie nochmal am Ende dieses Bild, das zieht sich ja durch, hier, Konsumismus, enough is as good as a feast, ja, dieser Aufruf, wenn man so will, zur Besinnung, zur Mäßigung in Form dieses Symboles, und dann haben Sie dieses Bett da aus diesen Verschlüssen, und dann können Sie darüber gehen, und dann haben Sie auch dieses Moment, dass am besten Sie ziehen die Schuhe aus und gehen mal mit nackten Füßen darüber, dann spüren Sie förmlich die schmerzliche Seite dieser, das, was diese Verschlüsse, diese Beutelverschlüsse dann auch bewirken können. Bleibt uns am Ende noch, meine Damen und Herren, dieser Raum hier, wo Sie so arbeiten sehen, zwei Sachen bleiben uns noch, wo Sie arbeiten sehen, die auch anschließend gewisserweise Collage sind. Also um das aufzulösen, das sind a bit oder so last bit, also das ein Rest, der noch bleibt. Sie sehen, da wird dieser Dystopie-Gedanke wird fortgesetzt, als ob diese Zivilisation, in der wir leben, schon untergegangen ist. Und dann gibt es Leute, die Fragmente, da sind wir wieder mal Reste, die sie zusammensetzen, um sich ein Bild zu machen, und benutzt hat sie dafür eine Maschine, die da symptomatischer nicht sein könnte. Ach, und ich wusste auch lange nicht, jetzt habe ich das, doch, ich habe es ja mitgenommen, was das eben ist. Das ist eben sehr schön und sinnfällig auch auf dieser Karte. Was Sie hier sehen, ist das Innere dieser Maschine, ist nämlich eine Schreddermaschine, die dann all das sozusagen verschlingt, zerstört, vernichtet, eben auch mit diesem Illusionismus. Und wenn man reinkommt und man denkt dann eben, das ist so, als ob sich da Archäologen der Moderne, wenn Sie wissen, wie Archäologie funktioniert, wenn eine Zivilisation untergegangen ist, oder haben Sie alle mal gesehen, und man Ausgrabungen macht und forscht und dann versucht, das zusammenzusetzen, um mühsam den Code zu entziffern, so hat man hier ja auch das Gefühl, dass es da diese gleichzeitige Vernichtungs- und Restituierungsarbeit. Und ein weiterer Hinweis, der sich sehr gut, wie ich finde, sehr stimmig einfügt in das Ensemble, nämlich wenn man reingeht in den Eingang, der ja gleichzeitig auch den Ausgang ist, dann sehen Sie, wie ein Leuchtkasten, und der zeigt uns eine Lüftungsklappe. Glaube ich, das hat vielleicht jeder erkannt, aber ich wusste eben auch nichts, habe ich eben erst erfahren, wo dieses Bild, wo Diana Janicke dieses Bild gemacht hat, und es ist, könnte eben auch sinnvoll nicht sein, die Lüftungsklappe
eines großen Kaufhauses. Sage ich jetzt mal groß, Sie kennen das sicherlich alle, ich kenne es nicht. Aber wichtig ist, es ist eben die Lüftungsklappe eines Kaufhauses. Und wenn Sie sehen, hier ist übrigens auch, dazu habe ich jetzt nichts gesagt, weil es dankenswerterweise, weil ich jetzt zu Ihnen spreche, abgestellt ist, ist der Soundtrack natürlich sehr. Der wird gleich angestellt, ist der sehr wichtig. Und dann sehen Sie, dieses dystopische Moment, von dem ich gesprochen habe, wird akustisch umgesetzt. Und der ist auch wichtig bei diesem Leuchtkasten. Da hören Sie dann nämlich das Klappern dieser Lüftungslamellen und dann haben Sie das Gefühl, also das ist ja ganz schön sozusagen ächzt aus den letzten, ja, wie jemand, Sie wissen ja, als ob bei Menschen die Herzklappen nicht mehr funktionieren und die, darüber läuft ja das Ganze, der Blutkreislauf und so wie verbrauchte Luft und frische Luft bei diesen Lüftungsklappen, so ist das mit dem im menschlichen Organismus ganz ähnlich. Also da haben Sie auch eine Verbindung, übrigens auch bei Heidegger, der schon Bauen und Sein zusammenzieht, ja, nicht nur das Haus des Seins, sondern immer aus der Sprache philosophiert festgestellt hat, dass das altdeutsche Buhren dieselben Stamm hat wie das Sein, also ich bin, ja, also worauf er folgert dann, dass man überhaupt erst wird, wenn man sich anbaut, zum Menschen wird. Also jedenfalls, worauf es mir ankommt, ist, dass auch hier diese Verbindung, spielt gar keine Rolle, ob die Künstlerin das weiß oder nicht, aber sie hat dann wenigstens, sie hat sehr stimmig, das ist mir wichtig, sie hat sehr stimmig sie etwas ja, gestaltet, hat sie eine ganz intelligente Intuition, ja, die Herleitung, muss sie ja intelligent, was ihre Intention ist, ist natürlich uns nicht mit einer altersschwachen Lüftungsklappe zu konfrontieren, wo sie sagen, was soll das denn, sondern in dem Augenblick, in dem sie sagen, ah, das ist ja sowas wie eine Metapher oder ein Emblem, Symbol oder was weiß ich, das hat was mit mir zu tun, dann sieht die Sache ganz anders aus. Ja, und darum geht es, dass die Kunst mit Ihnen etwas zu tun hat, dann warum sollen Sie sich für etwas interessieren, was Sie eigentlich nicht interessiert? Und darauf kam es mir an, dass ich, als ich mit der ehrenvollen Aufgabe betreut wurde, über diese Arbeiten zu sprechen und mich dann natürlich interessiert habe. Und als ich da zuerst drauf guckte, dachte so, das ist, wir kannten uns nicht näher jetzt, und, so, dachte ich auch, das ist so, das guckst du und dann erzählst du ein bisschen was. Und dann habe ich festgestellt, dass ich so richtig gar nicht kapiert habe, wie die einzelnen Dinge zusammenhängen. Und mit entsprechenden nochmal hingucken und denken. Und heute bin ich eben ziemlich begeistert, meine Damen und Herren, von dieser Ausstellung. Das ist nicht... Ja, also es ist, weil ich finde, dass es hier einen großartigen Parcours gibt, dass diese Sequenzen wunderbar zusammenhängen und wirklich was mit mir, mit uns zu tun haben, was verhandeln, was uns angeht, was uns dringend angeht. Ja, ich könnte jetzt noch weiter ausholen und so weit bis zum Krieg, lassen wir das, ne? Egal, gucken Sie selbst, entdecken Sie selbst. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michael Stöber, für diese wunderbare Einführung, diese vielschichtige Einführung in die Ausstellung. Und bevor aber die Ausstellung nun wirklich eröffnet wird, möchte Diana, die durch den Tunnel geht, da hinter dem Wasserfall noch ein paar Worte sagen. Es sind nur ein paar Worte. Aber ich habe mir trotzdem einen Zettel gemacht, weil, wenn ich sonst zu meiner Begrüßung reise, geht das, aber wenn man selber gekocht ist, ist man ja ein bisschen aufgeregt. Und vielen Dank, lieber Michael, für deine Einführung. Vielen Dank, liebe Christel, für deine Begrüßung.
Und ich möchte mich auch bei Ute Grünwald bedanken, die heute leider nicht hier sein kann, die mich aber in der gesamten Vorbereitung begleitet hat und mich unterstützt hat. Und ja, nochmal vielen Dank an Ute. Und ja, ich freue mich, dass ihr heute alle gekommen seid und dass endlich nach zwei Wartejahren durch Corona die Ausstellung stattfinden kann. Das ist wirklich wunderbar. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Künstlerhaus bedanken für die Ausstellungsmöglichkeit in diesen Räumen. Und ja, ein ganz, ganz dickes Dankeschön geht an alle lieben Menschen, die mir in vielfältiger Art und Weise geholfen haben und ja, überhaupt diese Ausstellung möglich zu machen. Vielen, vielen Dank an euch und an Klaus. Vielen Dank für deine ganze Unterstützung. Danke. Und wir haben diese kleinen Hefte zur Ausstellung gemacht und die legen wir gleich vorne aus. Und wer so ein Heft haben möchte, die sind in limitierter Auflage. Da stehen die ganzen Erklärungen drin zu den Arbeiten. Nein. Ach so. Das ist kein Heft für Kunsthistoriker. Ach so. Nein. Also es ist auch ein Heft für Kunsthistoriker, aber es ist ein Heft. Möchte ich alles schreiben? Ja, schaut rein. Also wer daran interessiert ist, nimmt sich so ein Heft. Die liegen gleich da vorne. Und es gibt 200 Stück. Ich habe die alle durchnummeriert. Und nehmt sie euch, das erste kriegt schon Michael. Und ja, Michael hat es auch schon gesagt. Ich möchte euch auch nochmal bitten, vielleicht wenn ihr Lust und, habt und euch traut, in den letzten Raum das Feld zu betreten. Das ist nicht nur zum Anschauen, das ist wirklich auch zum Spüren. Aber lasst eure Schuhe an. Also das ist schon wichtig. Und auch hier in diesem Raum, ihr könnt unter Cascade entlang gehen. Das ist also überhaupt kein. Dafür ist es auch extra gemacht. Geht durch, erlebt es und ja, im Vorraum gibt es jetzt zu trinken, zu essen. Wir haben Schnittchen gemacht und bleibt. Ich hoffe, wir haben alle zusammen einen schönen, anregenden Abend. Und ja, dann vielen Dank nochmal für alles. So, und mit diesen Worten jetzt von Diana ist die Ausstellung eröffnet. Viel Spaß!